Also dieses Stichwort, das hat man nicht reflektiert. Als man anfing, diese ganzen Coachings einzuführen, also von irgendwelchen großen Unternehmen, ja, also das sagt der Schmierer, die Kirche ist zu einem Unternehmen geworden und sie wird als Unternehmen geführt. Entschuldigung, mit Verlaub, ich habe nichts gegen den Heiligen Vater. Warum empfängt der Papst in Privataudienz den Chef von Google? Hä? Ist ihm langweilig? Das ist genau diese kundenorientierte Einflüsterei aus diesem Laden, aus dem er kommt. Ja? Jesuitenkram ist das. Ja? Das meint, man sei dann in. Das ist Unsinn. Aber so funktionieren die als geführtes Unternehmen. Da ist nichts mehr mit Orden. Unternehmen, Kundenorientierung. Da wird outgesourced und rumgesellt, ja, so dass einem schlecht wird. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Ja? Also übrigens nicht nur den Chef von Google, von Apple hat er in der gleichen Woche auch empfangen. Weltführende amerikanische Unternehmen und der Papst? Warum? Wozu? Also es würde ja eher zu seinem Image passen, dass er irgendwie, was weiß ich, so einen mittelständischen Bauern, der 2,5 Kühe hat. Ja, und wie gesagt, und das ist jetzt irgendwie dran. Würde ja eher passen für Franziskus, zu dem Image, das man so von ihm hat. Sozusagen, kommen die halbe Kuh, oder irgendwie beten, dass die zu einer dritten wird, was weiß ich. Ja. Aber Google und Apple? Haben Sie schon mal das Symbol von Apple gesehen? Wer hat einen Apple-Computer? Wir zeigen auf niemanden mit den Fingern hier. Aber guckt euch das an. Das ist der angebissene Apfel. Da fällt uns doch eine Geschichte zu ein, oder? Das ist Absicht. Entschuldige, das ist kein Zufall, das ist Absicht. Nun denn. Wir waren bei der Säkularisierung, Kundenorientierung. Die Laien werden zu Kunden der Kleriker. Der führt das gleich noch aus. Das ist vor 40 Jahren das geschrieben, was wir heute erleben. Wenn Sie mit einem normalen Pfarrer sprechen, ob in der Nachbarpfarrei oder im nächsten Ort, wird er Ihnen genau das erzählen. Und wird genau darüber stöhnen und klagen. Ja? So wie die Kleriker zu Priestern, die für die geistlichen Bedürfnisse der Laien da waren. Andererseits hat die Kirche, indem sie der Laienschaft religiösen Aktivismus abverlangte, diese zu Mitgliedern einer kirchlichen Organisation gemacht, im Dienste kirchlicher Bedürfnisse. So ergeben sich die beiden Pole einer Laienperspektive, die besonders in der Diaspora deutsch, also sind wir inzwischen, ich habe heute gesagt, wir leben ja heute diesen Tag in einem Raum eines Diaspora-Charmes, ja, hat nicht das Bonifatius-Werk damals gebaut, sondern wir sind im katholischen Saarland, aber wir haben im Moment keinen anderen Raum anzubieten. Wir haben nicht mehr die schönen Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Nutzungen der KAG, haben wir nicht. Wir können das nebenan zerfallende Pfarrheim nicht nutzen. Derweil haben wir nur diesen kleinen, knusseligen Raum. Aber es gibt uns eben so wie katholische Kirche in Finnland. So irgendwie müssen wir etwas mehr heizen. Ja? Aber es ist die Zukunft. Die besonders in der Diaspora deutlich werden, dort, wo selbst keine Ruinen einer organisch-christlichen Welt mehr vorhanden sind. Naja, wir leben noch in diesen Ruinen, das muss man ja sagen. Ja? Erstens, die Haltung eines Konsumenten, der selbst entscheidet, was er von der Kirche braucht und in welcher Form. Und weil er schließlich ein Kunde ist, der ja alles bezahlt und mit seinem Geld die Kleriker unterstützt, die ihm zu Diensten sind, erscheint ihm, dem Kunden, jeder Widerstand seitens des Klerus, jeder Hinweis auf irgendwelche unerklärlichen und völlig unnötigen Vorschriften als etwas völlig Überflüssiges, als ein Übelwollen des Priesters, eine Äußerung seines Machtgelüsts. Ei, Herr Pastor, wieso können Sie dann mein Kind nicht am Mittwochnachmittag da? Da haben wir frei und dann geht das mit der Oma mit dem Kaffeeschälen aus. Ja, wissen Sie, mit der Taufe, das ist ja eigentlich am Sonntag. Ach, gern sehr oft. So, also, Kunde will es Mittwoch. Ja, da kann ich natürlich noch irgendeine Quelle finden. Und ich finde wahrscheinlich von irgendeinem Paphnutius aus Lyon wahrscheinlich noch irgendeine Quelle, der hat auch immer mittwochs getauft. Ja? Weil er in irgendeinem Alt gregorianischen Kalender gelegt habe, was weiß ich. Ja? Also man findet ja für alles immer irgendwie. Ja, aber wenn ich das nicht tue, wenn ich diese Quelle nicht finden will, oder sondern bleibe bei den kirchlichen Regeln, kann ich nicht irgendwann taufen.
Oder wie solche Regeln waren, in der Fastenzeit zu heiraten oder was so angefragt wird. Oder sonntags ein Begräbnis halten. Solche Dinge gehen eigentlich nicht. Aber das versteht der getaufte Kunde nicht. Weil er gewohnt ist, dass in der Regel, wenn er eine Firma beauftragt, dass die das so macht, wie er das haben will. Und die Firma Kirche hat das gefälligst auch so zu machen. Da stoßen also sozusagen diese Dinge aufeinander, die nicht passen. Auch öfter so. McKinsey berät das Erzbistum Berlin, die jetzt nicht, also vor das ist schon fast 15 Jahre ist das sicher her, McKinsey, diese große Dingsfirma da aus München, ja, berät das Erzbistum Berlin, weil die fast pleite waren. Und die Empfehlung, die man dann aber kaschiert hat, weil er gesagt hat, wenn wir das laut sagen, die Empfehlung war, sie müssen im Grunde genommen alle Priester früh verrenten, mit 50 oder so, weil dann hatten eh zu wenig, ja, weil die kosten zu viel Geld. Tolle Idee. Ja? Also das ist so das, was wir brauchen, sozusagen. Das ist halt, wenn man systemfremde Denkweisen in ein System einspeist, wenn ich mal das Kirche und Evangelium als System nehme, das ist nicht kompatibel. Aber das wird im Moment darauf getrimmt. Wir denken so, wir handeln so und wir agieren insgesamt so. Und so sind doch die entsprechenden Pläne. Zweitens, die Psychologie eines kirchlichen Aktivisten, der Kirche hilft. Also hier sitzen fast nur Aktivisten. Ja? Passen Sie gut auf. Die Psychologie eines kirchlichen Aktivisten, der Kirche hilft, ein aktives Mitglied dieser Organisation ist. Die Kirche hat ihm klargemacht, dass das Wesen seiner Leidenschaft darin besteht, den Bedürfnissen der Kirche zu dienen, dass es seine Pflicht ist, der Kirche zu helfen. Also hilft er. Doch da seine Arbeit verwaltungs- und finanztechnischer Natur ist, versteht er nicht, warum ein Kleriker dieser Arbeit vorstehen muss. Klar, ja. Also von den Sachen haben andere mehr Ahnung als ein Priester, aber der Priester hat am Schluss die Gesamtverantwortung. Das können Sie keinem mehr erklären. Und es ist jetzt zum Beispiel so, statt den Blick zu öffnen, bleibt das bestehen, also bleibt man in dieser, im Grunde genommen, wenn man so will, in dieser Fehlentwicklung stehen und macht aus dieser Not eine Tugend. Deshalb ist eine Empfehlung der Synode, zum Beispiel in unserem Bistum, dass die Pfarrei inzwischen nicht mehr nur vom Priester geleitet wird, sondern eben von einem Gremium und da ist auch ein Finanzfachmann drin. Das ist die Konsequenz eines 1976 beobachteten Punktes. Spannend, weil wir eben ein Unternehmen sind. Zweck der Kirche ist sie selbst geworden, ihre Organisation, ihr Wohlergehen, ihr Erfolg. Aber ist das der Zweck der Kirche? Die westliche Kirche hat ihre Beteiligung am Leben der Welt als klerikale Macht über die Welt gesehen. Also wenn wir an mittelalterliche Entwicklungen denken, an Innozenz oder an Boniface den Achten, so, wo das ja ganz deutlich ist. Doch als die Welt diese Macht ablehnte, verlegte sich die Kirche auf eine unmittelbare Teilnahme am politischen Geschehen, zunächst rechts, dann links. Also wir haben ja dafür genügend Beispiele. Wir müssen jetzt nicht unbedingt nur das Franco-Regime bemühen in Spanien oder so etwas, wo die Kirche heute noch die Rechnungen bezahlt. Ja? Also im Ansehen auch der Bevölkerung haben wir in unserem Land ja auch genug Beispiele für. Zuerst rechts, dann links. Doch diese Teilnahme verdammt den christlichen Westen zu einer Art Schizophrenie. Die Politik, an der sich die Kirche beteiligt, hat notgedrungen diese Welt zum Horizont. Die Eschatologie wird damit zur Utopie. Also die kommende Welt. Wenn Jesus heute uns im Evangelium, ausgerechnet heute, dieses Evangelium, ich habe es nicht ausgesucht, es ist Lectio Continua, ja, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Ja. Das wird eine Utopie, das heißt zu einem Wunschtraum. Mit unserem Verhalten, indem wir die Kirche immer mehr zum Unternehmen umbauen, erfüllen wir im Grunde genommen die Kritik von Leuten aus Ende des 19. Jahrhunderts, ob das Feuerbach ist oder Nietzsche. Wir erfüllen deren Kritik. Wir sind dabei, sozusagen
Erfüllungsgehilfen dieser Kritik zu sein, indem wir genau das machen, was sie eigentlich kritisiert haben, obwohl es damals noch nicht gar nichts ganz zutraf. Aber wir lassen auch nichts aus. Ja? Die Eschatologie wird zur Utopie. Utopie jedoch ist vom christlichen Standpunkt her betrachtet, das wäre eine spannende Frage an den Dogmatiker mit seiner Eschatologie. Ja. Utopie jedoch ist vom christlichen Standpunkt her betrachtet nicht nur ein Irrtum, sondern eine Irrlehre. Die eigentliche Irrlehre unserer Zeit. Eine Irrlehre, weil der Schwerpunkt von einer Person vom Menschen weg auf soziale, ideologische und zufolge Strukturen verlagert wird. Es ist kein Zufall, dass jene Christen, die sich für die Utopie voll einsetzen, dafür kämpfen und den Marxismus, angefangen beim Klassenkampf, unterstützen, das emotionale Wesen des Utopismus völlig übernehmen. Das ist natürlich in einer Perspektive, wo noch niemand dran denken konnte, als das Exilrusse, ja, zu Sowjetzeiten geschrieben. Und immer mit offenem Mund staunend, was möglich ist. Und dass es Befreiungstheologen gab, die man auch nicht alle über einen Kamm scheren darf. Also Gustavo Gutierrez hätte das sicher nicht gemacht. Ja? Sehr eng befreundet mit Ludwig Gerhard Müller, Kardinal der Glaubenskongregation. Aber dass es andere, sehr namhafte, inzwischen aus dem Amt geschiedene Befreiungstheologen gab, die sich 1988 noch vor die Rote Mauer im Kreml gestellt haben und gesagt haben, hier ist das Reich Gottes Wirklichkeit geworden. Man weiß gar nicht, welchen Elektroschock man sich verpassen soll, damit man nicht irre wird. Ja? Das ist gegeben, das kann man nachlesen. Im Sowjetrussland. Wer war damals? Brezhnev war tot, 88, oder? Oder Gorbatschow schon. Aber es war nicht Gorbatschow bezogen, sondern auf die Sowjetunion als solche. Bitte. Die eigentliche christliche Eschatologie, also die Hinorientierung auf das Reich Gottes, auf eine Zukunft dieses Reiches, auf das Hinleben auf dieses Reich zu, wird nicht nur totgeschwiegen, sondern ausdrücklich abgelehnt, ja als ein Schandfleck der historischen Kirche verurteilt. Lesen Sie mal theologische Bücher. Nein, lesen Sie bitte nicht. Ich sage Ihnen kurz, was drin steht. Das, was er hier schreibt. Eschatologie, also das ist genau das, was uns dann vorgeworfen wird, auch von Theologen. Das ist ja alles Vertröstungskram. Das ist ja alles nur, das ist ja Kontingenzbewältigung ist das ja. Ja, weil die Mutter den Verlust ihres Kindes nicht aushält oder der Bauer jetzt da unten in Ostbayern nicht, dass ihm sein Hof weggeschwommen ist, ja, und sowas, dann betet er halt, weil das ist Kontingenz, das hilft ihm halt. Ja. Aber das ist reiner Utopismus. Und das ist der Sündenfall der Kirche, dass sie die Leute vertröstet auf irgendwas, was es sowieso nicht gibt. Das kann man in theologischen Büchern nachlesen. Was unterschlagen wird, ist das eschatologische Wesen und die eschatologische Funktion der Kirche, dass sie nämlich in der Welt ist. Das muss man heute auch, es gibt immer die Pendelbewegung, das muss man den ganz, 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 ganz rechts Leuten in der Kirche, in unserer Kirche manchmal sagen. Sie leben in dieser Welt, sie leben nicht im 19. Jahrhundert. Also nicht in einem musealen 19. Jahrhundert, das es auch nie gab. Ja, so war das 19. Jahrhundert nämlich nicht, wie das heute einige sozusagen im Freilichtmuseum nachkonstruieren. Ja, das wird nicht funktionieren. Sondern in der Welt, aber nicht, das muss man dann den Linken wieder sagen, nicht von der Welt. Also wenn jetzt neuere Papiere, ich sage es immer nur, ich versuche es neutral zu sagen, immer von der Begegnung mit der Welt und der Annahme der Welt. Wir werden heute noch genau beim Punkt Eucharistie darauf kommen, was das mit der Welt ist. In welchem Maß oder in welcher Weise wir davon sprechen oder sie annehmen oder nicht annehmen. Dann schreibt er für die eigene Veranstaltung, den Orthodoxen bleibt dieses Abgleiten in Kampf und Utopie fremd. Nicht etwa, weil sie der eschatologischen Antinomie des Christentums treu geblieben werden, sondern infolge einer allmählichen Umwandlung der Orthodoxie entweder in ein klerikales Ritual und eine magische Religion oder in eine weltfeindliche Spiritualität. Das ist die Gefahr der Orthodoxie. Also West und Ost haben beide ihre Gefahren. Wir müssen natürlich gerade im Blick auf die Orthodoxie auch sagen, wenn man die letzten 100, 150 Jahre oder für einige Teile der Orthodoxie noch viel länger anschaut, unter welchen Umständen sie leben mussten, dass ein Großteil
der orientalen Christen bis hin zu den Griechen unter den Osmanen lebten, bis in dieses Jahrhundert hinein. Das ja mit diesem Genozid an den Armeniern und an den Griechen sozusagen vor gut 100 Jahren endet, bei den Jungtürken. Dass es ja heute große Diskussionen darüber gibt, dass historisch geleugnet wird de facto. Und dass dann die Russen sozusagen von einer privilegierten, aber auch vom Zar, so in Russland als drittes Rom, das stimmt insofern schon, als es natürlich auch einen klaren Cäsaropapismus gab, ja, was Peter der Große mit dem Patriarchen von Moskau veranstaltet hat. Weiß ich nicht, ob unsere Bischöfe oder unser Papst glücklich wäre, wenn er einen politischen Herrscher hätte, der ihm solche Vorschriften macht, was denn der große Synod ist und wie der zu entscheiden hat und wie das geht. Ja. Also natürlich war das ein System, das sehr verbunden war, Zarismus und die orthodoxe Kirche. Und dann kommt die sogenannte Revolution, da kommt die rote Herrschaft, die ja zu Abermillionen die Ikonen verbrennen, ja. Und trotzdem das nicht auslöschen können. Dieses große Buch, das es in den 60er Jahren gab, Millionen in Russland glauben an Gott, ja, wo einer sozusagen ein Benediktiner heimlich in die Sowjetunion gereist ist und dann berichtet hat, dass die Ikonen eben unter den Fußbodendielen geschraubt sind, damit sie wenigstens im Haus sind, ja, damit er sie nicht verbrannt hat. Und was macht Stalin, als die Deutschen auf Moskau vorrücken? Er schickt nach Kasan, um die berühmte wundertätige Ikone zu holen in Kasan, ja, um sie in den Kreml zu bringen. Aber nicht in die Kathedrale, die hat er ja abgerissen, ja, sondern in seinen vollen sozialistischen Traum. Ja, damit die Ikone, ja, was ist er? Priesterseminarist, also Vorsicht. Ja. Das sind gefährliche Wege, die man da geht. Ja. Das ist noch nicht das Ende, noch nicht absehbar. Ne? Entweder geht es gut oder es wird eine Katastrophe. Selten was dazwischen. Also große Vorsicht ist geboten. Die Funktion wird unterschlagen und die Kirche wird zunehmend zu einem Mittel im Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, für die Verteidigung der dritten Welt, für alle die Utopien auf den verschiedensten Bannern. Man muss sich nur kirchliche Verlautbarungen anschauen. Ich habe zunehmend den Eindruck, glaubensmäßig verhungern wir, weil es weder einen Input gibt, weil es ja auch das, was wir jetzt heute zu tun versuchen, Katechesen, ist ein Fremdwort. Auch wenn wir sagen, Erstkommunion, Katechese, okay, das Wort steht, aber... Ja, und das klingt dann immer so, als wolle man den ganzen Frauen, die sich da engagieren, sind hauptsächlich Frauen, als wolle man denen etwas. Nee. Aber selbst diese Frauen werden ja betrogen und an der Nase rumgeführt, denn das sind die Ersten, die die Katechese brauchten. Es gibt keinen Erfahrungsraum mehr von Eucharistie. Vielfach. Das ist das große Problem. Aber schauen Sie sich mal die Fülle an Papier oder an medialen Meldungen aus dem Mund der Kirche an. Und da müsste man dem, ich glaube nicht, dass man dem widersprechen könnte. Und die Kirche wird zunehmend zu einem Mittel im Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wo sprechen unsere Bischöfe, zu welchen Dingen äußern sie sich und zu welchen nicht. Aber ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir ja dem Papst und dem Bischof alles schuld. Ja? Es beginnt ja auch bei uns. Den Orthodoxen ist das fremd, unter Berücksichtigung auch der politischen Umstände. Wenn ich das Wort, so fährt er weiter fort, hier Schmähmann, Klerikalismus verwende, dann meine ich hier nicht die Macht, die Kleriker über Laien ausüben. Das ist ja immer noch das Gestöhne, das man hören kann. Ja, das ist ganz schrecklich. Ich bin in meiner Abteilung im Generalvikariat der einzige Priester. Ich bin eine solche machtvolle Figur. Also wenn ich den Raum betrete, sind alle unterm Tisch. Ich zitiere Schmähmann, diese Art von Macht gibt es schon lange nicht mehr, Klammer zu. Aber es wird immer noch ausgespielt, ja? Es wird immer noch so getan, als würde der Pastor im gestreckten Galopp sozusagen in seine Gemeinde einreiten und würden alle schon sich im Staub wühlen, ja, und überlegen, wie sie ihm jetzt zu Diensten sein können und welches schreckliche Verdikt er jetzt wieder über sie spricht und sowas. Wir sind, da kann man nur Paulus im 2. Korintherbrief zitieren, wenn man das ernst nimmt, was man ist, zu Idioten geworden dieser Welt. Okay, dazu sind wir geweiht. Ja, wir sind geweihte Idioten.
okay. Das muss man aber dann auch annehmen. Ja, Paulus sagt es ein bisschen vornehmer, wir sind zum Schauspiel geworden für Engel und Menschen. Ja, schlechte Parodie, okay. Aber Machtfiguren, ich meine, wer das will, der muss sich nochmal einen anderen Bereich suchen. Ja? Der muss seine Aktien frühzeitig gut anlegen, sich irgendwo einkaufen, dann kann man vielleicht irgendwie noch eine Machtposition haben. In dieser Position geht das nicht mehr, das ist vorbei. Das konnte man aber auch schon vor 40 Jahren wissen. Auch das, auch dem, es vergiftet mich sonst innerlich, ja. Auch genau dieses Ding, ja, das kann man wirklich noch in unserem Synodenpapier lesen. Dass es noch die Pfarrherren gibt, die diktieren. Und so. Wo? Also selbst mit Verlaub in der Eifel? Ja? Nee. Hä? An der Mosel? Im Saarland? Vielleicht. Aber also das ist doch erfunden. Genauso wie Leute heute immer noch sagen, wir leben im Jahr 2016, muss ich vielleicht für die Aufnahmen nochmal sagen, ja. Also es ist keine Aufnahme von 1965 oder so. Was sie Schreckliches im Beichtstuhl erlebt haben. Wann? 1940? Das ist vorbei, das ist ein anderes Jahrtausend. Das kann ich doch heute nicht mehr ernsthaft als Argument benutzen, um zu sagen, ich gehe nicht beichten. Also es gibt ja schmerzliche Erfahrungen, die sich so einprägen und so einbrennen, dass sie einfach auch nicht gelöscht werden können. So viel Psychologie wissen wir auch. Ja? Aber ob die dazu gehört, ich halte das teilweise auch für eine Ausrede. Und ich habe selber oft genug im Beichtstuhl in früheren Jahren erlebt, wie sich ein Priester daneben benehmen kann. Also könnte ich auch. Machen wir aber keinen Samstag von. Ja? Gut. Also, das ist lange vorbei. Sondern jene Unterklerikalisierung, versteht er, jene Fixierung auf die Kirche, auf die Verwaltung und so fort. In diesen Tagen ist es nicht zufällig Mode geworden, über Laienämter zu diskutieren. Vor 40 Jahren geschrieben. Über Laienämter zu diskutieren, über Laien als eine Art verwässerter Kleriker. Was beschäftigt die Zentralen der Kirche, die Bischofssynoden, die Departemente? Kirchliche Angelegenheiten, Diplomatie, Finanzen, die Anstellung, Versetzung von Priestern. Daher die bodenlose Langeweile und Dürftigkeit der kirchlichen Presse mit ihrer Beschränkung des kirchlichen Lebens auf Zeremonien, Jubiläen, Treffen und so weiter. Eine Art Spiel mit Zinnsoldaten, das mit der Sprache der Kirche, das ist natürlich jetzt sehr auf ihn bezogen, Sprache der Kirche von ganz Amerika und Kanada beginnt. Also er hat sich sehr eingesetzt für die Autokephalie der Amerikaner, nicht mehr abhängig von Moskau. Ja. Das hat er dann auch erreicht, also im Verbund mit seiner Kirche. Ja. Aber dann, als gäbe es eine eigene Sprache der ganzen Kirche von Amerika und Kanada. Ja, er lacht sich da tot. Man sollte meinen, diese Ausdrücke würden Fragen auslösen. Ohne Erklärung klingen sie komisch. Doch niemand lacht. Genauso wenn sie Paulinus aufschlagen, lacht auch niemand. Meine stets gleiche Schlussfolgerung, wenn Theologie, Spiritualität und so fort nicht zu einer echten christlichen Eschatologie zurückkehren, wovon ich allerdings keinerlei Anzeichen erkennen kann, dann sind wir dazu verurteilt, nicht nur ein Ghetto zu bleiben, sondern uns selbst, die Kirche und alles, was in ihr ist, in ein geistliches Ghetto zu verwandeln. Die Umkehr, und das ist meine zweite stets gleichlautende Schlussfolgerung, wird von einem echten Verständnis der Eucharistie ausgehen, als dem Mysterium der Kirche, dem Mysterium der neuen Schöpfung, dem Mysterium des Reiches Gottes. Das sind das Alpha und das Omega des Christentums. Im Grunde können wir damit aufhören. Ja? Ist alles gesagt, dem braucht man nichts hinzuzufügen. Das heißt also, statt die Messe, wenn wir bei unserem Thema bleiben, irgendwo einzuordnen als, stimmt, die Messe, das haben wir ja auch noch. Ja. Gut, da müssen wir jetzt bei den großen Einheiten schauen, dass wir irgendwie, da muss dann verlässlich irgendwo morgens um 10, das ist immer ganz gut, muss dann irgendwie eine Messe sein. So. Das unter ferner liefen als eine von 100 Punkten einer Agenda, die man auch abarbeiten muss. Wenn wir das so einordnen, braucht man nicht weiterzumachen, machen wir zu, hören wir auf. Weil wir unserem innersten Leben überhaupt nicht gerecht werden. Wozu sind wir denn dann überhaupt Christen? Wer hat sich die Mühe gemacht, uns zu taufen? Idiot! Wozu? Das ist vollkommen umsonst. Wir leben es ja nicht.
Oh, jetzt schauen Sie mich ganz böse. Ja, ist ja keine Publik. Ich habe heute schon vorhin gesagt, ich stelle nur Fragen. Was hier deutlich wird, und ich kann nur hoffen, dass es Ihnen in irgendeiner Weise aufgeht, ja, das ist zumindest mein Versuch. Ich werde mich in Kreisbewegungen, ich komme immer wieder darauf zurück dann heute. Also, und wenn Ihnen das dann zu viel wird, tut es mir leid, dann müssen Sie entweder der Qual ein Ende machen oder durch freie Entscheidung oder es ertragen. Ja. Es gibt einen Zusammenhang darüber, was die Messfeier ist, und was wir da wirklich tun und wie wir Kirche sind. Und wenn das eher egal ist und auch ein paar Sachen bei der letzten Reform, das werden wir nochmal anschauen. Die Krise der Liturgie ist die Krise der Kirche. Nicht die Krise der Liturgie ist auch ein Teil der Kirche, sondern dadurch, dass wir die Liturgie auch in eine Krise geführt haben, das muss man auch sagen, das geht auch aufs Konto der Kirche. Also der Pressure Groups, von Bischöfen angefangen, die das betrieben haben, ja, gegen besseres Wissen. Gerade wenn man heute jetzt am Vorabend des panorthodoxen Konzils steht, muss man an die große historische Begegnung denken, die es zwischen den Patriarchen, damals dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras gab und Paul dem VI. Und Athenagoras, das war zwar schon mitten im Konzil, da war eigentlich der Zug war eigentlich nicht abgefahren, ja. Aber Athenagoras hat Paul dem VI. Gesagt, das ist verbürgt, rühren Sie nicht den Finger an die Liturgie. Wir kommen heute noch an einige Punkte über östliches Liturgieverständnis, westliches Liturgieverständnis. Natürlich, die römische Messe ist nicht die Basilius- oder die Chrysostomus-Liturgie, das ist klar. Und es gibt Stimmen, die sagen, und man kann dafür gute Argumente finden, Gregor der Große war der letzte ökumenische Papst im Blick auf die Ostkirche. Ab dann, nicht erst 1054, sondern ein halbes Jahrtausend vorher, geht das auseinander. Und das können wir natürlich heute auch nicht, diese Superkommission gibt es nicht, ja, die dann sagt, ach komm, ihr gebt ein bisschen uns da, so wie wir das heute mit den Protestanten machen. Ja. Aber da kriegen wir ja auch nichts, oder wir geben ja immer nur. Ja. De facto ist heute das Problem unserer Messe, das ist einer meiner Grundthesen, dass wir ein reformiertes Abendmahl mit katholischem, mit ein bisschen Weihrauch feiern. Aber das Problem ist, dass natürlich, da sehen wir den Zusammenhang von Kirche. Was ist Ratzinger damals im Jahr 2000 für dieses Dokument Dominus Jesus geprügelt worden? Ja? Fast von allen deutschen Bischöfen. Und nicht nur von denen, von der Theologenschaft sowieso, erwähne ich schon gar nicht mehr. Ja? Als er gesagt hat, es ist ja nur eine Feststellung, es ist ja keine Verurteilung. Der sagt was ganz Schlimmes über die Protestanten. Ja? Dass sie in diesem Sinn, das muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, weil wenn wir sagen Protestanten, subsumieren wir so viele verschiedene Strömungen, dass man natürlich immer auch Unrecht tut, das muss man ehrlicherweise sagen. Zwischen einem Calvinisten und einem alten Lutheraner liegen Lichtjahre. Ja? Da gibt es de facto eigentlich keine Verbindung, außer dass sie sich vielleicht gegenseitig anerkennen, aber das ist zwischen Reformierten und Lutheranern, zwischen Evangelikalen, ja, wenn man da in Baden-Württemberg in den Piet Kong fährt, ja, und da mit einem klassischen Evangelikalen spricht, ja, der setzt sich mit Reformierten gar nicht an einen Tisch. Also die Fliehkräfte sind sehr stark. Ja. Nur eines ist auch klar, in dem Sinn, wie Orthodoxie und lateinischer Westen Kirche sein will, will das kein Protestant. Sie haben ein vollkommen anderes Verständnis von Kirche. Weil es eben kein apostolisches Amt gibt. Wir kommen darauf heute noch. Wenn aber das Verständnis von Kirche vollkommen anders ist, wie kann das Verständnis der Eucharistie das gleiche sein? Das ist nicht das gleiche. Und wenn wir heute einfach sagen, ja, die Abendmahlsgemeinschaft, das sind zwei verschiedene Systeme. Ich kann Apple und wie heißt das andere? Windows? Ja, ist das, ja, oder? Ja, Apple und Windows, ja. Das funktioniert, oder? Stimmt das? Ja, Gott sei Dank habe ich es. Das ist 2016, doch. Apple und Windows kann ich nicht, die sind nicht kompatibel. Und das ist im Grunde genommen beim Kirchenverständnis so. Ich kann aber das nicht einfach übergehen und sagen, na ja gut, da kriegt halt jeder von dem Brot.
Ja, wir sollten niemand Brot verweigern. Aber wir verteilen halt eben kein Brot. Das ist der Unterschied. Und das ist so tiefgreifend, ja, dass wir darauf nochmal schauen. Und nochmal, es geht nicht einfach hier um Orthodoxing. Also wir haben heute Morgen noch im ersten Hochgebet, leider ist es so grauenvoll übersetzt, ja. An dieser Stelle heißt es wörtlich im Lateinischen, direkt im ersten Teil, Orthodoxis atque catholicis et apostolicis. Also das ist genannt, da heißt es in der Rechten, wie heißt es, die Rechten, ist auch merkwürdig, ja, rechten katholischen und apostolischen Glauben. Ja? Also wir sind verbunden mit allen orthodoxen, katholischen und apostolischen Glauben. Das ist die Verbindung. In jedem ersten Messkanon ist das drin. Orthodoxies steht da im Text. Haben jetzt nicht irgendwelche Ökumeniker reingetextet, sondern es ist schon ziemlich alt, ist schon ziemlich fast 1500 Jahre da drin in diesem Text. Machen wir eine kleine Pause, aber nur eine kleine. Ja, vielleicht lassen wir kurz Luft rein und dann machen wir in 5 Minuten weiter. Dann gehen wir einen inhaltlichen Schritt weiter und schauen, dass wir um 12 Uhr in die Kirche gehen, um die 6 zu beten. Und anschließend gibt es die Würstel, von denen schon die Rede war. Ja?